Folgendes. Die Sonne lacht und meine Nachbarin aus der dritten Etage, die mit Doppelkinn, betritt den Balkon mit großer Gebärde, wässert Geranien samt Blumenerde. Sie klimpert mit den Augen und räkelt sich kokett. Dabei hängen ihre Möpse im Blumenbeet. Einer meiner Nachbarn find's wunderbar. Ich stelle vor, Günther ohne Haar. Ohne Haar. Die Sonne lacht. Günther ohne Haar. Oh, ein ansehnliches Blumenbeet. Ich selber hab ja gar keine Geranien. Günther! Im Tittentaumel. Freitags fahr ich zum Badesee, wo ich im Dickicht auch meine Nachbarin erspäh. Oben ohne sitzt sie dort im Sand, das Gesicht eingefettet zur Sonne gewandt. Prompt fängt sie an, mich mit Erzählungen zu quälen und bittet mich, ihr den Rücken zu ölen. Ich dreh mich um, wer steht im Bademantel da? Sie ahnen es. Günther ohne Haar! Günther ohne Haar! Freitag. Im Dickicht am Badesee. Das fühlt sich wirklich gut an. Super eingeölt. Um ohne. Günther! Günther! Das glaub ich jetzt nicht. Günther ohne Haar! Günther, der ölt ihre Haare, den Nacken und die Brust. Und danach kam, was danach kommen muss. Erregung in der Luft, die beiden gehen nach Haus und ziehen sich in Eile die Badekleidung aus. Jeder Nachbar weiß, diese Frau stimuliert. Der Boden ihrer Wohnung laminat und isoliert. Da hört man, was passiert, Getöse und Gehemmt. Der Fall ist klar. Günther und Hemd. So ganz haarlos. Und kein Bademantel. Das fühle ich ihn da. Günther ohne Haar!